In der dritten hatten wir fast alle. In der vierten habe ich ein Level, dazu wollte ich euch noch was sagen. Eigentlich habe ich dieses Level toll aufgenommen mit all meinen Ausrastern, Wutausbrüchen und enttäuschten. Und Traps hat aber das nicht aufgenommen, fragt mich nicht warum. Aber der Lebenszyklus einer Made ist wirklich faszinierend. Nee, ist er nicht. Gehen jetzt los. Sorry Leute, aber ich weiß jetzt, wie man das kaufen kann. Erstmal erschrecken lassen. Und sorry, wenn ich ein bisschen wenig Kommentare oder so abgebe. Es ist gerade 9 Uhr morgens und da habe ich noch anderes im Kopf. Nicht das, was ihr jetzt denkt. Aber schon anderes. Der wird jetzt eingesperrt. Oh. Was? Was war das? Ey, das ist beschiss. Nochmal. Boah Gott, zum ersten Mal so toll geklappt. Die Musik hört übrigens auch stilistischer und furchtbarer. So, die werden jetzt seine Venomate. Zählt euch meinen perfekten Plan an. Er ist wirklich böse. Und wieso kümmert es denn nicht, dass der hier einen Hackbein im Gesicht hat? Oh nein, nein. Doch, gerettet. Ich weiß bei diesem Nein, mein Kollege, nein. Ich weiß, als ich es erstmal aufgenommen habe, bin ich an diesem Level auch oft gehangen. Das glaubt ihr mir gar nicht, ja? Das war hart. Gott, nein! Nein! Fragt sich, wie man das komische Level schafft. Ich meine, alle von den Jacktrap-Tokens sind weg. Also, kann ich den hier nicht mehr erschrecken? Aber auch keine Items? Das bringt mir nichts. Boah, da kann ich mich ja gleich sterben lassen. Boah, ist das gemein. Oder? Doch. Ja, lass mich mal sterben. Nur für euch Kinder. Oder Erwachsene oder was weiß ich. So, was? Jetzt will man sich mal sterben lassen, jetzt geht's nicht. Boah, das Spiel. Ey, ehrlich. Aber jetzt. Oh, nun hat sich... Boah, die Augen drehen sich dann so komisch, aber egal. Oh ja, ich hab verstanden, dass die Hexe mir entgraben will. So. Hä? Wieso schneiden die jetzt immer eine Animation raus? Egal, wir versuchen es einfach nochmal, das Level. Diesmal versuchen wir am Ende an den VIP-Token zu kommen. Hat der einen Schlüssel? Nein. Also geht der hier mit. Wow. Normal von vorhin. Also wenn ich jetzt schlau anstelle, dann müsste ich es vielleicht sogar schaffen. Boah, Sympathieträger ist das. Nicht? Oh Gott, Mann, wie soll ich das denn hier machen? Oh. Shit. Holy shit. So müsste es eigentlich funktionieren. Das reicht. Ach komm. Alter, das gibt's nicht. Das gibt's nicht, ehrlich. Das ist hart, wie die sich jetzt so eine Armee zusammenschmelzen und auf mich zugehen. Das ist der Hardcore-Modus. Schnell durch. Und ein Schlüssel. Ich freue mich hier innerlich. Nee. Verarschen?
Nochmal, diese Krüppel da kann mich auch nicht länger angucken. Start, übrigens, ist das mein erstes Let's Play, das, ja, wie soll ich sagen, das zweistellig geworden ist. Das ist ja schon Part 10. Und ich würde mich freuen, wenn ihr am Ball bleibt, wenn ihr weiter zuguckt. Ja, ich freue mich über jedes Favo, jedes Daumen hoch, jedes Abo und jeden Klick. Jetzt kommt auch die Hexe oder was? Halt! Oh Gott, ja, jetzt geht's Hexe aber wenigstens an Kragen. Das ist eine Sache, die mich noch freut. Jetzt muss ich so anstellen, dass... So, der muss dann hier lang. Ich habe ja noch meine tolle Made. Wenn ich sie richtig einsetze, muss ich das Level eigentlich schaffen. Also müsste, also es wird wahrscheinlich nicht klappen. Gott, gib mir die Kraft. Gib mir die Kraft, dieses Level zu schaffen. Der wackelt so komisch rum. Ich will nicht wissen, was er da gerade anstellt. Der wird fehlgeteilt. Ja, und... Wie zum... Ich habe die Lösung für dieses Rätsel. So, die Made kommt hier durch. Und wird den hoffentlich richtig in den Arsch aufreißen. Ja, warten wir es mal ab. Wenn die Made natürlich nicht erwischt. Das war jetzt aber auch klar, oder? Oder? Nein, der darf nicht sterben. Der darf nicht sterben. Ich brauche ihn noch. Jetzt. So. So ist perfekt. Schon mal ein Leben gezockt. Das ist mir... Zeltourenübungen oder so, ne? Die schalten sich jetzt gegenseitig aus, so lobe ich mir, nachdem der hier, der den Arsch aufgerissen bekommt, sagt, kommt das da dran mit der komischen Schnabelfresse. Ah, oh, sicher. Die Tokens, die will ich haben. Ja, wir fahren ja ein bisschen sinnlos rum. Bald haben wir das Level ja geschafft. Und da war ich schon der Ausgang. Und die komischen Steinzeithöhlenmalereien. Und Achtung. Von hinten. Komm schon, liebe Mart. Oh, das gibt es nicht. Wenn das ihn jetzt nicht erreicht... muss die näher aufeinander bringen. Und zwar ungefähr... So, wenn er jetzt abschießt, ja? Ah, die Marder zu wenig Reichweite. Nein! Ach, oh, Zell. Welt 4 fängt ja schon mal super an. Ich freue mich wirklich schon auf die nächsten Welten. Erstmal ein bisschen Tokens sammeln. Super. Solange er ein paar Maden rüberschießt. Aus seinem verwitterten Auge. Den ersten erwischt. Mal Bonuspunkt gesammelt. Schön, dass ich ein bisschen heißer bin. Wie gesagt, 9 Uhr morgens. So. Und ein Schlüssel! Tja, das ist der Hardcore. Hä? Die Made macht mir Angst. Was? Ach ja, genau. Einfach mal durchschieben. Los, welche? Ja. Was? Zwei Schlüssel, ohne was gemacht zu haben. Da stehe ich drauf. Alle Monster bis auf der Kuppel hier ist, sind tot. Also. So. So, wenn wir jetzt so lang
Was? Wiederbelebung oder was, ne? Du bist doch schon so, du kannst dich dann wiederbeleben. Wenigstens haben wir jetzt dieses gammelige Level geschafft. Warum nicht mir den Weg freiräumen? Ich mag dich, du Kleiner, mit dem Pfeilen. Boah, Level geschafft. Natürlich ohne VIP-Token, wäre noch schöner. Ach.